Hallo zusammen, hier ist Christoph Enslin von Mindful FX. In diesem Video finden wir jetzt gemeinsam die Logdatei des Strategietesters. Die braucht man zum Beispiel, um einen Test genau nachvollziehen zu können. Und deswegen fragen wir manchmal unsere Kunden, uns diese Logdatei zu schicken, wenn beim eigenen Testen bei unseren Kunden Fragen aufgetaucht sind. Und die Logdatei, die erklärt uns im Prinzip ganz genau, was Stück für Stück passiert ist. So, wie finden wir die? Dazu gehen wir in den MT4 und jetzt nehmen wir mal an, wir hätten hier diesen Backtest durchgeführt heute, also am 27. Juni. Und dann gehen wir hier auf Datei, Dateiordner öffnen. Dann sehen wir hier die Auswahl Tester. Da gehen wir rein. Und dann gibt es Logs. Da gehen wir rein und dann sehen wir hier die mit dem heutigen Datum versehene Logdatei. Und das ist im Format Jahr, also vierstellig, 2016, Monat 06, also Juni, und 27 für den heutigen Tag, den 27. Und wie gesagt, da geht es darum, um den Tag, an dem der Test durchgeführt wurde, nicht der Tag, der getestet wurde. Ja, also wenn ich heute am 27.06. den Test vom, sagen wir mal, 1. Mai bis 31. Mai gemacht habe, ist die Logdatei von heute, also 27. Juni, anzusehen, nicht irgendwie 1. Mai oder 31. Mai. Ja? So, die muss ich dann einfach kopieren, auswählen, kopieren und dann auf den Desktop oder irgendwo anders hin, wo ich von meinem Mail-Programm aus Zugriff habe, speichern. Also hier einfügen. So, und dann kann ich vom Desktop oder eben, vielleicht tun Sie es in Ihren persönlichen Ordner, davon kann ich dann aus meinem E-Mail-Programm zum Beispiel darauf zugreifen. Und wenn ich Sie, lieber Kunde, gebeten habe, mir diese zuzuschicken, dann eben diese an mich zu schicken. Gut? Herzlichen Dank, viel Spaß dabei. Bis dann.